Die Welt in der Zukunft. Unvorstellbare neue Technologien. Der Fortschritt verspricht uns selbstfliegende Autos, hocheffiziente Werkzeuge, neue Mode. Mensch und Maschine werden eins. Und Roboter können Recapture-Fenster selbstständig lösen. Und das Meme hier ist aus der Zukunft. Ihr könnt es noch nicht verstehen. Zukunft. Doch ihr müsst keine 50 Jahre warten. Es gibt Hoffnung. Schnappt euch eure Gaming-Controller, denn hier erblickt ihr die erste echte Simulation der Zukunft. CD, check. Gamer-Outfit, check. Konsole starten, check. Spiel starten und seid ihr bereit für die Zukunft? Hola! Wir schreiben das Jahr 2012. Ein kleines Entwicklerteam in Polen namens CD Projekt Red, bekannt für The Witcher, The Witcher und The Witcher, kündigen das Spiel Cyberpunk 2077 an. Der Trailer? Wirklich, wirklich vielversprechend. Und ab dem Zeitpunkt hieß es abwarten. Und abwarten. Und doch plötzlich 2015. Immer noch nichts. Und doch der gehypte Titel der Entwickler The Witcher 3 kommt raus. Und oh boy, es ist absolut bahnbrechend. Überall 9 bis 10er Reviews, Millionen an Umsatz und der Hype steigt umso mehr auf Cyberpunk. 3 Jahre später und die Entwickler droppen einen 50 Minuten Gameplay-Trailer und es sieht unglaublich aus. Ein Open-World-RPG mit verschiedenen Storylines, zahlreiche NPC-Routinen und Tagesabläufe, Verfolgungsjagden und geladene, pure Action. Ein paar Monate später und der Vater aller Hypes kam ins Spiel. Keanu fucking Reeves. Also der Typ aus Fortnite. Mit einem absolut epischen Trailer auf der E3-Messe. You're breathtaking! Und er ist sogar Teil des Spiels. We have a city to burn. Und ab hier war der Hype-Train nicht mehr aufzuhalten. Ein paar Leute hatten sogar das Glück, es vorher zu spielen. Und tja, was soll man sagen? Also, wow. It was fucking awesome. I'm really excited. Und guckt euch diese ganzen Kabel an, die für die Spielmusik gebraucht werden. Ein ganzer Trailer nur für die Autos. Ein ganzer Trailer nur für die Waffen. Und oh mein Gott, man kann seinen eigenen Pipi anpassen. Picking a small penis size in Cyberpunk, just like the simulations. Und egal wo man hinsieht, Cyberpunk-Plakate, Cyberpunk-Werbetafel, Cyberpunk am Times Square, Cyberpunk-Bus, exklusiver Cyberpunk-Schuh. Ich habe die Macht des Cyberpunk-Schuhes. Kopfhörer, Handyhüllen, Cover von Magazinen und so weiter. Während in Hongkong gerade Menschen mit Skateboards bewaffnet gegen die Regierung kämpften, näherte sich der Release-Tag. Doch ein Tag vor Veröffentlichung des Spiels wurde es verschoben. Und nochmal verschoben. Und daraufhin gab es auch die erste Morddrohung. Die Leute waren nämlich absolut ungeduldig. Und so wurde das nicht gerade wenig parodiert. Aber ey, kein Problem, das Spiel des Jahrhunderts braucht eben ein bisschen länger. Immerhin wird es so gut wie auch... Es wurde nochmal verschoben. Doch am 10. Dezember 2020 war es endlich soweit. Das Spiel wurde veröffentlicht. Und oh boy, gibt es viele Bugs in diesem Game. Hulk wirft Autos nach dir. Ich glaube, so fährt man kein Auto. Brazilian Buttlift. So fährt man kein Motorrad. Autos auf dem Weg nach Hogwarts. Man springt auf ein Objekt. Tot. Du kaufst ein teures Auto. Tot. Man schlägt einen Mülleimer. Man schlägt einen Typen im Rollstuhl und er läuft weg. Treibsand auf dem Bürgersteig. Extremer Realismus. Eingefrorene Autos. Du hast keinen Kopf mehr? Kein Problem. So benutzt man kein Sofa. So benutzt man keinen Mülleimer. Baseball, aber mit Menschen. Unendliches NPC-Pinkeln. Unbesiegbarer Obdachloser. Wo ist die Textur? Wo ist das Gesicht? Der Schatten sieht aus wie in Toy Story. Man haut einen NPC und der zeigt dir seine Dominanz. NPCs kommen in dein Haus, zeigen Dominanz und gehen wieder. Random Game Crashes. Random korrupte Spielerteilen. Die Lösung von den Entwicklern? Hört auf Items aufzusammeln. Tote Leute fallen vom Himmel. Du steigst in ein Fenster? Nope. Die NPCs haben ein ziemlich großes Arschloch. Man hupt einen NPC an. T-Pose. T-Posing nackt. Geheime T-Posing-Sekte. Leute teleportieren sich einfach weg. Extreme FPS-Jobs. Keiner fährt das Auto. Also schon, aber irgendwie auch nicht. Keine Gravitation mehr. Monkey die Ruffys Arm. Ein guter Ort, um eine Waffe aufzubewahren. Bäume wechseln die Dimension. Und noch ein paar andere. Und so wie es kommen sollte, waren die Reviews absolut zerstörend. My dead dog runs better than this game. There is a game in the bug. Cannot have sex with Keanu Reeves. This game sucks penis. You can't shoot children. Eine größere Enttäuschung als ich. Mi hermano en silla de ruedas corre realmente de mierda. Also was genau ist passiert? Herausgestellt hat sich, dass die Zeit bei weitem nicht ausgereicht hat. Die großen Sponsoren wollten unbedingt, dass das Spiel vor Weihnachten rauskommt. Aus nachvollziehbaren Gründen. Und das Spiel sollte natürlich noch auf den Vorgängerkonsolen erscheinen, bevor die neuen Generationen rauskommen. Im Nachhinein erfuhr man dann, dass vom 300 Millionen Euro Budget für das Spiel circa die Hälfte für das Marketing draufging. Die Entscheidung war zwar Trash, aber guck dich diese coole Gamermaus an. Außerdem haben sich die Lead-Entwickler dazu
dazu entschieden, zu crunchen, aka Überstunden für alle Mitarbeiter, damit das Spiel rechtzeitig rauskommen kann. Ich habe seit 3 Tagen nichts gegessen, ich will... Wir brauchen mehr Szenen mit Keanu Reeves. Bitte, meine Katze wird sonst sterben zu Hause. Hast du schon Penis 2 animiert? Nein, bitte lass mich gehen, ich kann... Kurwa, stary chuj ci w dupę niech to du. Außerdem entschieden sie sich dazu, ganze Features und Spielmechaniken, die im Trailer gezeigt wurden, einfach aus dem Spiel zu schmeißen, damit es zum Release-Tag rauskommen kann. Ein eigenes Anwesen besitzen? Nope, nicht möglich. Mit dem Zug fahren? Das hier ist der Zug. Die glaubwürdigsten NPCs in einem Videospiel überhaupt? Ganz schön realistisch. Komplexe NPC-Routinen mit Tag- und Nachtzyklus. Der NPC steht den ganzen Tag rum und pinkelt. Der hier hört niemals auf, den Burger zu essen. Die NPCs hier gehen den ganzen Tag einfach nur auf und ab. Und wenn man mal kriminell wird, ducken sich NPCs und warten. Kein Wehren, kein Weglaufen. Eine unglaubliche Storyline mit verschiedenen Ausgängen, je nachdem, was man wählt. Die Wahl hat keinen Einfluss auf die Story. Eine unglaublich komplexe AI. Man stellt ein Auto in den Weg und die Autos fahren nicht drumrum, sondern warten. Für immer. Das Spiel läuft gut auf Konsolen? Naja, was soll man dazu sagen, also... Cyberpunk soll so ausgearbeitet sein wie Red Dead Redemption 2 bei Release? Take this and remember the dosage. 2 weeks now and another 2 in an hour. Mama, können wir Keanu Reeves haben? Nein, wir haben Keanu Reeves zu Hause. Keanu Reeves zu Hause. Der unglaublich coole Cyberpunk-Bus? Nicht mal der läuft richtig. Eine unglaublich komplexe Charaktererstellung? Ja, okay, das haben sie tatsächlich ziemlich gut gemacht. Und vergleicht man das Spiel mal mit anderen Titeln, merkt man schnell, wie viel Arbeit da wirklich reingeflossen ist. Mit 100 km/h aussteigen in Cyberpunk. Mit 100 km/h aussteigen in GTA. Man schießt in Cyberpunk ins Wasser. Man schießt in Minecraft ins Wasser. Hagrid aus Harry Potter 2001. Spiel für 150 Millionen Euro. Und jetzt zum Guten. Man kann mit Keanu Reeves Achterbahn fahren. Skippy, die sprechende Waffe. Viel Spaß beim Verstümmeln deiner Feinde. Das unglaublich starke Cockschwert. Und es gibt einen Laden namens Pipi. Ja, okay, und die Storyline ist ziemlich gut, aber... Auf dem PC war es bei Veröffentlichung tatsächlich halbwegs spielbar. Aber auch nur, wenn du ein ultra cooles Gamer-Setup 3000 hast. Doch auf der PS4 eher weniger. Und so entschlossen sich die Leute in den heiligen Hallen von Sony dazu, das allererste Mal in der Gaming-Geschichte ein Spiel aus dem Play Store zu verbannen. In den Tagen darauf fiel der Aktienpreis um 40%. Und oh boy, die Leute wollten ihr Geld zurück. Und waren auch absolut bereit, es sich zu holen. Und als wäre eine Horde an wütenden Gamern bereits nicht schon genug, standen zahlreiche Investoren vor der Tür mit einer Sammelklage gegen CD Projekt Red. Und ab dem Zeitpunkt gab es keine Möglichkeit mehr, sich rauszureden. Und so releasete David Guetta, der Co-Founder von CD Projekt Red, ein 5 Minuten Entschuldigungsvideo. Und das ganze 6 Monate, nachdem man das Spiel aus den Stores verbannt hat, wurde es für die breite Masse wieder zugelassen. Und es war immer noch nicht ganz ausgereift, dafür aber halbwegs spielbar. 2021 wurden die Entwickler außerdem gehackt. You have been epically pwned. Und neben geleakten Codes und Dateien kam ein Video an die Öffentlichkeit, welches von einem Mitarbeiter an einen anderen gesendet wurde. Zusammengefasst, die Entwickler selbst haben sich vor Release über ihr eigenes Spiel lustig gemacht. Daraufhin wurden dann Zukunftspläne, wie das Spiel gefixt werden sollte, veröffentlicht. Die Roadmap änderte sich zwar hier und da, aber so wie angekündigt, kam dann schließlich ein Patch. Und noch ein Patch. Und noch ein paar mehr. Und schließlich verbesserte sich das Spiel über die letzten Monate so sehr ins Positive, dass es die Steam-Charts zurückerklimmen konnte. Neue Waffen, neue Autos, hinzugefügte Details und oh mein Gott, sie haben es gefixt. Die versprochenen Features, die immer noch nicht im Spiel gelandet sind, wurden schließlich von Moddern hinzugefügt. Als Beispiel der an der Wand laufen Mod, ein Mod für eigene Apartments und schließlich Thomas die Lokomotive. Außerdem gab es Mods, die das allgemeine Spiel performance-technisch verbessert haben. Kurz gesagt, anonyme Helden aus dem Internet haben das hingekriegt, was eines der größten Entwicklerstudios der Welt mit sehr viel Geld im Nacken nicht hinbekommen hat. Und neben dem Cyberpunk-Anime Edgerunners wurde für dieses Jahr auch eine Erweiterung angekündigt, mit kein anderem als dem Typen aus Fortnite, John Wick. Also, wer weiß, Leute, vielleicht wird es ja doch noch eines der besten Spiele of all time. Immerhin verbirgt sich unter den ganzen Bugs ein tatsächlich gutes Spiel, mit guter Story, und No Man's Sky hat ja immerhin auch ein Comeback geschafft. Und bis dahin heißt es, warten auf die Zukunft. Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach.